Hallihallo, hier ist der Mokommander. Ich sehe gerade mein Mikros an, dann kann ich ja was sagen. Wir sind hier gerade auf Geisterfeld. Challenger 2 ATDU. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich weiß nicht, ob das Spiel schon wieder lauter ist als ich. Immer derselbe Kram hier. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier eins annehmen können. Challenger 2, ich habe den eigentlich schon komplett ausgebaut. Die Hash. Viele schwören auf die Hash. Aber ich finde das nur schrecklich, weil ich nämlich dann genau zielen muss, wo ich penetrieren kann. Und das ist doch bescheuert. Ich will auch penetrieren können, ohne dass ich genau ziele. Deswegen habe ich überwiegend AP dabei, immer. Auch fast beim all meinen Panzern, egal ob die gut sind, schlecht sind oder nicht. Ich will einfach immer penetrieren können und das kann ich eben mit Hash nicht. Das ist Witz und deswegen AP. So, schauen wir mal. Ach, ihr könnt mir mal die Ruhe lassen. Ich komme da jetzt rein, ob ihr wollt oder nicht. So, jetzt bin ich drin. Pau! Und da hast du einen drin. Der Mr. Wilk. So, jetzt fahre ich hier ein bisschen zurück, aber es ist toll. Das ist natürlich voll effizient, wenn da Ramka hineinsteht. Baum. Da kann man natürlich nicht so viel reisen. Aber guckt euch alle anderen an, die jetzt in Richtung diesem Punkt stehen. Die haben all mit zugeguckt, wie ich explodiere. Prima. Und eins wird jetzt eingenommen. Es ist immer super. Die hätte alle... Der Leo, der hätte schon längst drin stehen können. Da wird er einfach aufgeraucht. Weil die hinne stehen, einfach nur hinne stehen. Das ist immer super. So kann man nicht gewinnen. So gewinnen wir das Spiel auch nicht. Obwohl, noch sind wir im Vorteil, aber das hat nichts zu heißen zu dem Zeitpunkt. Weil die Mission wird eigentlich am Ende entschieden hier. Geisterfeld. Die letzten zwei Punkte, wer die hält bis zum Ende, hat das Spiel gewonnen. Außerdem hat irgendwie 1500 Vorsprung schon zu den Tickets, aber was ja eigentlich so nicht vorkommt. So. Daher, dieser scheiß Challenger. Das Ding hat eine Riesenkanone, die nichts bewirkt, aber auch absolut gar nichts. Hier, da habe ich jetzt mal Glück. Der erste Schuss, der ging voll ins Leere. Was voll Kacke ist. Wieso? Wieso geht ein Schuss, der aus so einer Kanone kommt, ins Leere? Ich raff's nicht. So, jetzt macht der mich gleich... Naja, gut. Hatte ich doch Glück. Eigentlich habe ich bei sowas nicht Glück. So. Schauen wir mal. Jetzt müssten wir eigentlich schon nach den nächsten Punkten gucken. Nebel habe ich schon gemacht. Wie kann das passieren? Das meine ich. Wie kann da einer stehen, währenddem ich da versuche hochzukommen? Das kann doch nicht sein. Die hinter mir stehen, die lachen sich alles Fäustchen und denken, ah, oh, schön, der wird abgeknallt. Ich glaub's ja wohl nicht. Guckt euch das an, was da auf B, auf der B-Linie steht. 1, 2, 3, 4, 5 Mann, die Angst haben vor 3 Panzerchen. Es kann's doch nicht sein, Mann. Ihr wollt mich doch verarschen. Alle Mann, wie er da steht. Den fahre ich jetzt erstmal schön in die Kandare. Weil es kann ja wohl nicht sein. Ja. Jetzt können wir auch schon eigentlich, kann ich jetzt schon rumdrehen, weil ich aufs Flugfeld muss. Weil da die nächsten Punkte, da sind sie schon auftauchen. Es ist unmöglich, ist das. Wir haben so einen Vorsprung. Aber der wird nur dadurch aufgeraucht, dass keiner nach vorne fahren will und will sich immer schmutzig machen. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen ausfällig. Das ist mir aber gerade mal egal, weil, ja, genau daran liegt es. Guckt euch die Tickets an. Wir werden das verlieren. Garantiere ich euch. Weil keiner nach vorne fährt. Siehst du, da wäre ich schon wieder von der Seite abgeraucht von dem Idiot. Wieso ist der noch nicht tot?
frage ich mich, was soll das? Wieso stehen da oben ein Haufen Leute von uns und keiner kriegt fertig, den Idiot da fertig zu machen? Es kann's doch nicht sein. Leute, was ist denn das hier für ein Spiel? Wir sind hier nicht bei WOT. Ja, aber viele verhalten sich hier, als wären sie bei WOT und das geht aber nicht. Weil das ist nicht WOT, das ist hier Armored Warfare, Leute. Und das ist ein Teamspiel, WOT, von mir aus, basiert nur auf Idioten, meiner Meinung nach. Weil es da nur darum geht, ich bin der Beste und sonst keiner. Und das war's. Und das ist doch kein Teamspiel, sowas. Das hier ist ein Teamspiel, aber ihr spielt keiner im Team, weil es alle falsch gelernt hat schon. Oh Mann, ey. Ich stelle das Video online, ihr könnt mir alle mal die Ruhe lassen. Es nervt mich, es nervt so dermaßen. Jetzt wäre ich hier wieder zusammengeschossen, indem ich versuche, hier drei einzunehmen. Und kein Mensch kommt zu mir. Da oben stehen sie all. Da, da. Was sollen die da? Was wollen die da? Hier, da, ohne geht die Punk ab. Oh Mann, ey. Es ist, ich frage mich, was manch einer hier meint, dazu beitragen zu können, nämlich gar nichts. Der Leo hier zum Beispiel, was will der da oben? Der soll Richtung 3 fahren und nicht hier oben rumschleichen. Klar muss man die Leute auch da oben aufdecken, damit man weiß, dass da jemand steht und überhaupt, aber nicht fünfmal und beimal. Es reicht, wenn da einer hochfährt. Menschenskindes. Also ich verzweifle hier echt. Wir haben zwar immer noch Vorsprung, aber ja. Das ist mal schnell die Bach hinabgegangen. Ich habe schon mit was weiß ich wie viel Vorsprung trotzdem dann verloren. Weil sie am Ende die Punkte gehalten haben und mir keine Chance mehr hatten. Und es nervt einfach nur. Dieses WOT-Gehabe ständig. Wir sind hier nicht bei WOT, wir sind hier bei Armored Warfare und wer das nicht rafft, soll zurückgehen zu WOT. Bitte, danke. Es nervt. Also, jetzt können wir nämlich schon nach... Schau mal, wie knapp das ist, Obi. Jetzt führen die schon. Ich sag euch, wir verlieren das, weil die Affen und Idioten einfach nicht rechtzeitig gucken. Ja, 782, ja, haben ja alle zwei Punkte, ne? Och, ist doch prima, einwandfrei. So, jetzt nehme ich den Punkt 2 hin, aber ich sage euch, mir verliert es trotzdem. Genau wie so ein Scheiß. Dieses WOT gehabt. Normal müsste schon längst einer in 6 drinstehen, in unserem Punkt, aber da steht kein Mensch drin. Wieso, wieso, wieso nehmen wir das noch nicht ein? Also, und ich krieg jetzt hier böse einen auf den Deckel durch den Luftschlag. Und nenn das hier auch nicht ein. Das ist einwandfrei. Ja, auf, gib mir's, auf, bums. Siehst du, wie ich das prophezeit hab. Und so soll man ein Match gewinnen. Nee, so gewinnt man kein Match. So kann man eigentlich schon mal die Hände in den Schoß legen und, und mal denke, yo, macht ihr nochmal. Vielleicht wird's noch was, vielleicht auch nicht. Das ist wie so ein 6er im Lotto im Moment. Entweder hat man Leute im Team dabei, die wissen, was abgeht und was man machen muss, oder man hat nur WOT-Camper im Team. Und die WOT-Camper geht heim, WOT-Camper. Das ist kein Spiel wie WOT. Wenn ihr das auch glaubt, weil es genauso funktioniert, das ist es aber nicht. Es nervt ungemein. Seht ihr, wir waren gerade gleich auf Höhepunkt mit den Punkten. Jetzt sind wir schon 200 Tickets zurück. Wenn wir jetzt noch Glück haben und unseren Punkt einnehmen können, bevor die anderen Idioten ihren Punkt haben, dann haben wir es vielleicht noch geschafft. Aber das weiß mir alles vorher nicht. Mir ist es egal, ob ich jetzt hier Idiot sage oder nicht. Ja, es ist einfach so. Ich weiß nicht. Ich, der nie WOT gespielt hat und nie War Thunder und nie die ganzen anderen Wargaming-Kackspiele und überhaupt weiß, worum es hier geht. Deswegen hört bitte auf mich. Caps ist alles, um was geht. Nichts anderes bei Global Ops.
die Caps. Wenn ihr nicht die Caps kept, behindert ihr euer Team beim Gewinnen. Mensch, ist das dann so schwer? Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Schön, den habe ich noch eins mitgegeben, aber das wird dir nichts bringen. Den werden wir hier jetzt platt machen. Ist aber auch wurscht. Weil an, seht ihr, die letzten zwei Punkte haben wir jetzt gehalten und dadurch gewinnen wir jetzt. Auf Geisterfeld ist das ausschlaggebend, die letzten zwei Punkte zu halten. Weil nur das den Sieg bringt oft. Außer ihr seid, was weiß ich, 2000 im Rückstand, dann ist das natürlich einfach hinfällig, weil bis ihr dann gewinnt mit den Tickets habt, die haben die euch so viel gebracht, dass die zu Lord geht, das ist doch verliert. Aber das war jetzt ein echter Krampf. Das war ein echter Krampf. Immer diese WOT-Camper. Ich hasse es. Und ich hoffe, mein Nachbar hat mich nicht gehört jetzt. Weil sonst kloppt er nämlich gleich mal gegen die Wand. So, das war mal ein Ausbruch von mir. Tut mir leid, dass ich mal ausbrechen muss. Aber, ja, manchmal geht's einfach nicht anders. Und da muss man sich immer drüber auslassen, über das, was einen so stört. Weil... der hat viel mehr Schaden gemacht, nur weil der weniger gespottet hat, ist der unter mir. Weißt du, das ist das Bewertungssystem ist seit dem Global Server auch für Bobbes. Sag ich euch nur. Ja. Weil oft die viel Schaden machen und viel Kills, die sind, die oben stehen, und die viel Spotting machen und Kills oder nur Schaden, die sind, die das Nachsehen haben. Finde ich auch nicht in Ordnung zur Zeit, wie das Bewertungssystem hier funktioniert im Moment. Aber man muss es ja den russischen Spielern genehm machen, ne? Ist halt so. Deswegen sind die ganzen Spähfahrzeuge alle ein bisschen langsamer, gell? Die Raketen, denen kann man bald noch helfen, dass sie überhaupt wegfliegen und. Armored Warfare, ihr habt zwar euren Hauptmarkt in Russland, aber vergesst die anderen bitte nicht. Vielen Dank. Euer Commander.